Guten Tag, wir freuen uns, Sie zu begrüßen bei Schnupperstunde Russisch. Ich heiße Надежда, меня зовут Надежда. Und wir beginnen jetzt mit Alphabet. Russisches Alphabet hat 33 Buchstaben. 10 Buchstaben, das sind Vokale und Rest, das sind Konsonanten. Und 2 Buchstaben haben überhaupt kein Vokale. Das ist Weichheitszeichen und hartes Zeichen. So, Lieben, und jetzt beginnen wir. Они будут со мной говорить или нет? Нет, они. Окей. Also, ich beginne. A. B. V. G. D. E. J. Ж. З. И. И, das ist sogenannte kurzes I, und wird kurz gesprochen. Gehen wir auf nächste Spalte. K, L, M, N, O, P, R, rollende R, R, S, T, U, F. Und letzte Spalte. H, C, wie Z, wie Zeppelin. Ч, wie Che Guevara. Ша und weiches Ща. Kennt ihr bestimmt Wort Borsch. Und diese Buchstabe steht am Ende. Borsch. Sehr kurz gesprochen, aber sehr weich. Und ich habe schon gesagt, 2 Buchstaben haben keine Vokal. Das ist nur Buchstabe, hartes Zeichen. Und jetzt unser Liebling kommt. Ui. Nochmal. Ui. Dann kommt Weichheitszeichen. Und alle letzte 3 Buchstaben, das sind E, U, Ja. Und übrigens Ja, das ist nicht nur Buchstabe, das ist schon ein Wort. Ja heißt ich. Ja, Надежда. Wir versuchen noch einmal. Alphabet, 33 Buchstaben. A, B, W, G, D, E, J, Ž, Z. И, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф. Letzte Spalte. Х, С, Ч, Ш, langes, weiches, Ща. Hartes Zeichen, Ü, Weichheitszeichen, E, U, Ja. Übrigens meine Lieblingsbuchstabe, das ist Ж. Nochmal Ж. So, und jetzt gehen wir weiter. Wir gehen weiter und ich zeige jetzt euch umgangssprachliche Formen. Das sind Begrüßungswörter, das sind Abschiedswörter, das ist Konstruktion mit Bedeutung, wie ich heiße. Меня зовут. Eine Sekunde, das geht weiter. Los. Also, umgangssprachliche Wörter. Übrigens, ein Wort habe ich euch schon gesagt. Und zwar, здравствуйте. Здравствуйте.
Augenblick, Надежда Георгиевна. Eine Sekunde. Sie können wiederholen nochmal. Здравствуйте. Und übrigens umgangssprachlich Здравствуйте heißt Привет. Das ist Hallo. Привет. Привет. Und allgemein Wort Здравствуйте. Sekunde. Ну, das war schon okay. Das war dieser, das war richtig, hast du gezeigt. Ja? Только там нужно было PDF. Я ну ладно. Ну ладно, окей. Gleiche Konstruktion im PDF. Ну ладно. Augenblick, Надежда Георгиевна, я... Секунда. Das ist russisch Präsentation, nicht im Word, sondern im PDF. Hast du видим? Das war genau gleiche Geschichte, aber im PDF. Ну, bleib bei Word. Sekunde. Wir können nochmal zusammen mindestens erdisch... Давайте, ja? Давайте. Ну, gut. Also, betrachten Sie bitte diese Seite. Und diese Seite heißt Знакомство, Bekanntschaft. Ich habe euch schon gesagt, Begrüßungswort heißt Здравствуйте. Und das ist ein Mini-Dialog. Wir gehen durch. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Nochmal. Как вас зовут? Das heißt, wie heißen Sie? Antwort lautet, меня зовут Николай. А как вас зовут? Antwort, меня зовут Марина. Gehen wir weiter. Jetzt kommt noch eine Frage und diese Frage übersetzt man, wie geht es dir oder wie geht es Ihnen? Как дела, Марина? Antwort, спасибо, хорошо. Bestimmt kennt ihr Wort, хорошо. Das heißt, danke, gut. А как ваши дела? Antwort, прекрасно. Ausgezeichnet. Und jetzt kommen Abschiedswörter. До свидания, Марина. Nochmal. До свидания, Марина. До свидания, Николай. Wir gehen nochmal von vorne, diesen Mini-Dialog durchzuführen. Also, здравствуйте. Sie können dann wiederholen. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Николай. А как вас зовут? Меня зовут Марина. Как дела, Марина? Спасибо. Хорошо. Nochmal. Спасибо. Хорошо. А как ваши дела? Прекрасно. Ausgezeichnet. До свидания, Марина. До свидания, Николай. Und jetzt nochmal Zusammenfassung. Sie können auch mitmachen. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Николай. Как дела? Николай, спасибо, хорошо. И как дела, Марина? Спасибо, прекрасно. Вот jetzt nochmal Abschiedswörter. До свидания. До свидания, Марина. До свидания, Николай. Окей, das war diese... Ja, umgangssprachliche Form. So, und jetzt gehen wir auf diese Seite. Und jetzt kommt die Frage, что это? Was ist das? Nach Dingen, nach Gegenständen fragt man mit что это?
Что это? Und bei Antwort müssen wir auch это nehmen. Und das heißt, это Рюкзак. Einfache Wörter braucht man, viele Sachen man braucht man Russisch nicht zu lernen. Alle Wörter sind bekannt und sie klingen so wie auf Deutsch oder auf Englisch. Что это? Это рюкзак. Что это? Это Coca-Cola. Что это? Это водка. Что это? Это бутерброд. Unsere Lieblingswort übrigens. Бутерброд. Что это? Это евро. Nochmal Aussprache. Это евро. Что это? Это Фанта. Haben Sie gemerkt? Einfache Wörter. Man braucht Russisch. Ну, sagen wir. Doch schon lernen. So, gehen wir weiter nach oben. Так. Wir bleiben hier. Und jetzt kommt noch eine Frage. Die Frage, кто это? Nach Personen, nach Lebewesen fragt man mit кто это? Wer ist das? Nochmal, кто это? Кто это? Это Пушкин. Кто это? Это Петр Первый. Вайта. Кто это? Это Чайковский. Ну, bestimmt auch sehr bekanntes Gesicht. Кто это? Это Владимир Путин. Президент Российской Федерации. So. Und jetzt nochmal, das ist die Frage weiter, кто это? Кто это? Это Юрий Гагарин, auch sehr bekannte Person. Кто это? Это Ломоносов. Это Ломоносов. Кто это? Это Терешкова. Это Валентина Терешкова. Космонавт и космонавт. Кто это? Это Екатерина Вторая. Und auf dieser Seite, das ist ein Mix. Bestimmt haben Sie gemerkt. Und nochmal sage ich, nach Gegenständen, nach Dingen, fragt man mit что это? Nach Personen fragt man mit кто это? Что это? Это банан. Кто это? Это Пушкин. Что это? Это киви. Что это? Это телефон. Что это? Это евро. Что это? Это самовар. Кто это? Это Владимир Путин. Вот noch по Bilder haben wir. Что это? Это рюкзак. Auch unser Lieblingswort. Und das sieht auch sehr gut aus. Что это? Это Schnitzel. Und nochmal Zusammenfassung. Nach Dingen, nach Gegenständen fragt man mit что это? Nach Personen, кто это? Okay. Können wir weitergehen? Jetzt schlage ich vor,
wir nehmen ein paar Zahlwörter. Wir zählen von 1 bis 5. Achten Sie bitte auf Sprache oder Aussprache. Also, числа, Zahlen. Один, nicht Один, Один. Один ist ein Wikingergott. Один, два, три, aufpassen jetzt, четыре und пять. Versuchen Sie bitte пять, ohne J zu aussprechen. Ich habe hier J, aber besser J wegzuschmeißen. Пять. Und jetzt nochmal zusammen. Sie können mich wiederholen. Один, два, три, четыре, пять. Und jetzt zähle ich rückwärts. Пять, четыре, три, два, один. Nochmal. Один. Und mit Zahlen natürlich verbindet die Frage, сколько стоит. Und das ist gut, да? Das ist ein bisschen vergrößert, aber geht das. Sekunde. Augenblick. Sekunde. Jetzt kommt die Frage. Diese Frage verbindet auch mit Zahlen. Die Frage, сколько стоит? Wie viel kostet? Сколько стоит? Wortwörtliche Übersetzung. Сколько стоит? Zum Beispiel, сколько стоит Фанта? Antwort lautet 2 евро. Gehen wir weiter. Сколько стоит Шницель? Was denkt ihr, сколько стоит Шницель? Ну, sagen wir 5 евро. Gehen wir weiter. Сколько стоит салат? Achten bitte auf Sprache, да? Салат. Schaffes es, nicht Salat. Салат. Ну, sagen wir, салат стоит 3 евро. Haben wir noch Bilder? Okay. Und jetzt kommt noch ein paar Sachen. Сколько стоит матрешка? Nochmal, матрешка. Sagen wir auch, матрешка стоит 5 евро. Сколько стоит Кока-Кола? Кока-Кола стоит 3 евро. Сколько стоит бутерброд? Sagen wir, 2 евро. Und nochmal von vorne alle Zahlen. Sie können mich auch mitmachen. Nochmal. Один, два, три, четыре, пять. Und jetzt rückwärts. Пять, четыре, три. Два. Один. Nochmal. Один. Und ich schlage vor, ganz kurz, wiederholen wir unsere Lektion nochmal von vorne. Also, umgangssprachliche Form, sprechen und reden auch mit. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Николай. А как вас зовут? Меня зовут
Марина. Как дела, Марина? Вигейте стия. Спасибо. Хорошо. А как ваши дела? Прекрасно. Wir haben das Wort schon übersetzt. Das heißt ausgezeichnet. Хорошо bedeutet gut. Und jetzt Abschiedswörter. До свидания, Марина. До свидания, Николай. Und nochmal gehen wir auf die Seite. Sie wissen schon, nach Gegenständen, ja, nach unbelegten Substantiven fragt man mit что это. Was ist das? Achtet bitte nicht что, sondern что это. Und bei Antwort benutzen wir nochmal это. Das ist Zeigepronomen und das ist Hilfswort, weil wir haben keine Hilfsverben für Präsens. Wir sagen nur это. Und это heißt, das ist. Это рюкзак. Это Coca-Cola. Это водка. Это бутерброд. Это евро. Это панда. Gehen wir weiter. Und noch kurze Wiederholung. Nach Personen fragt man mit кто это. Und bei Antwort schon wieder benutzen wir Zeigepronomen это. Это Пушкин. Это Петр Первый. Это Чайковский. Это Владимир Путин. Can we write again? Это Гагарин. Это Ломоносов. Это Терешкова. Это Екатерина Вторая. Und das war ein Mix auf dieser Seite. Frage. Что это? И bedeutet und. И кто это? Nochmal gehe ich durch. И, und ich beantworte diese Fragen. Это банан. Это киви. Это Пушкин. Это телефон. Это евро. Это самовар. Это рюкзак. Это шницель. Это шницель. Und nochmal, нет, lassen Sie uns Zahlwörter wiederholen, ganz kurz. Sie können mitmachen, nur Zahlwörter von 1 bis 5. Один, два, три, четыре, пять. Noch einmal. Один, два, три, четыре, пять. Bestimmt habt ihr ein Lieblingswort nach unserer Lektion. Nehmen Sie unbedingt irgendwas. Ну, zum Beispiel Schnitzel. Für mich heute das ist das beste Wort. Это Schnitzel. So, liebe Freunde, und jetzt ich lade euch ein ins Geschäft. Und wir werden dort nicht kaufen, sondern wir singen mit. Das ist ein Flashmob und wir hören jetzt Калинка. Das ist ein Einkaufszentrum und ein sehr guter Flashmob. Jetzt geht's los. Wir sind im Einkaufszentrum.
сказала, а все не знаем. Лимонад. Калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. Хорошо. Ну, либо, Фройнде, jetzt unsere glitzekleine Schnupperstunde Russisch ist zu Ende. Leider haben wir zu wenig Zeit. Trotzdem denke ich, war nützlich das für euch. Ne? Mindestens ein Wort, man muss schon nehmen. Ну, здравствуйте, oder до свидания, oder хорошо, oder Zahlwörter. Und Sie können uns finden im Haus Wissenschaft und Kultur. Wir haben hier erfahrene Lehrer. Alle sind Muttersprachler. Und vielleicht sehen wir uns. Also, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. До свидания. До свидания.